Das von uns produzierte Erfolgsformat Gesundheit zum Frühstück geht in die nächste Runde. Dieses Mal machte unsere Informationsveranstaltung Halt in Möderbruck. Primarius Dr. Michael Jagodic referierte zum Thema Erkrankungen des Enddarms. Das ATV-Erfolgsprogrammformat Gesundheit zum Frühstück startete kürzlich in eine neue Saison. Den Beginn machte man in Möderbruck. Dort referierte Primarius Dr. Michael Jagodic zum Thema Erkrankungen des Enddarms. Enddarmerkrankungen kommen sehr häufig vor, gesprochen wird darüber jedoch äußerst selten. Primar Jagodic referierte in seinem informativen Vortrag nicht nur über Ursachen der Erkrankungen, sondern vor allem auch über gängige Behandlungsmethoden. Ja, heute bei Gesundheit zum Frühstück hier in Möderbruck. Heute der Referent Primarius Dr. Michael Jagodic. Herr Primarius, lieber Michael, das Thema war heute Enddarmerkrankungen. Was gehört da so dazu, überblicksmäßig? Was kennt man an Enddarmerkrankungen? Ja, Enddarmerkrankungen ist ein sehr breites Gebiet, mit dem sich vor allem die Chirurgie beschäftigt. Die häufigsten Enddarmerkrankungen sind selbstverständlich die Hämorrhoiden, die wahrscheinlich die meisten Leute auch kennen. Aber etwas, was zum Beispiel häufig mit den Hämorrhoiden verwechselt wird, ist die Bildung von kleinen Blutgerinnseln in den Venen rund um den After, die sogenannten Perianalthrombosen. Das sehen wir sehr häufig. Und was wir auch relativ häufig sehen, sind Abszesse und Fisteln in diesem Bereich. Thema war auch heute die Kolonoskopie. Koloskopie als Vorsorgeuntersuchung. Kann man das bei euch durchführen lassen im LKH Murtal? Wie schaut es damit aus? Die Vorsorgekoloskopie, die ja ab dem 50. Lebensjahr bei Nicht-Risikogruppen und bei Risikogruppen entsprechend früher durchgeführt werden soll, kann man selbstverständlich bei uns durchführen lassen. Wir machen das Montag bis Freitag im ambulanten Setting. Das heißt, die Patientinnen kommen in der Früh entleert zur Untersuchung und können in aller Regel am Nachmittag nach der Untersuchung wieder nach Hause entlassen werden. Zum Thema proktologische Ambulanz im LKH Murtal, Standort Junburg. Wie wendet man sich dahin? Für die proktologische Ambulanz ist es sinnvoll, telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Die Termine für die proktologische Ambulanz sind immer mittwochs Vormittag von 9 bis 13 Uhr. Und wie gesagt, über die Ambulanz, über das Ambulanztelefon kann man telefonisch einen Termin vereinbaren. Nicht nur der Vortrag kam bei den zahlreichen Besuchern gut an. Auch das gesunde Frühstück war definitiv ein kulinarisches Highlight der Veranstaltung. Zur Verfügung gestellt wurde es von Kauf und Treff aus St. Johann in Person von Frau Viktoria Fritz mitsamt der Hilfe der Mutter Gemeinderätin Friederike Fritz. Der Mehrzwecksaal in Möderbruck war bis auf den letzten Platz gefüllt. Sehr zur Freude von Bürgermeister Ewald Heingartner. Und ich glaube, Gesundheit steht im Vordergrund und deswegen war ich eigentlich, natürlich, dass so überbefüllt war, aber natürlich sehr positiv überrascht. Nur dann da gedacht haben wir schon, was wir hergerichtet haben, dass vielleicht voll wird, aber dass wir überrannt voll ist, das haben wir nicht gerechnet. Dankeschön. Ja. Wie wichtig ist das Thema für Sie als Bürgermeister in der Gemeinde? Sehr wichtig. Also im Prinzip nachhaltig für die Bürgerinnen und Bürger, dass wir wirklich unseren Standard, unseren Lebensraum, unseren lebenswerten Lebensraum wirklich erhalten und natürlich zukunftsmäßig fördern natürlich. Und allen, wir haben jetzt wirklich viele, wo es im Prinzip eigentlich zu uns kommen sind, junge Familien, wo es hergezogen sind zu uns. Also sprich das für unseren tollen Lebensraum in unserer Gemeinde. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Primar Jagodic auch zum ATV-Botschafter im Bereich Gesundheit ernannt. Seit Anbeginn unterstützt er diese Informationsveranstaltung, welche es sich zum Ziel gemacht hat, aktuelle Themen aus dem Bereich Gesundheit, Medizin und Wohlbefinden der Bevölkerung näher zu bringen. Ja, also zunächst einmal muss ich noch einmal sagen, dass ich sehr überrascht war und mich sehr gefreut habe, diese Auszeichnung zu bekommen. Für mich ist es selbstverständlich, so etwas zu machen, weil ich glaube, dass man gerade mit solchen Formaten für die Bevölkerung einen niederschwelligen Zugang zu den Gesundheitseinrichtungen und vor allem auch zu den Ärzten schaffen kann. Und wie man heute auch gesehen hat, die Leute dann doch auch sehr wissbegierig sind und durchaus auch sehr viele Fragen stellen, auch wenn man so ein Thema behandelt wie am heutigen Tag. Also darf ich davon ausgehen, dass wir Sie auch das nächste Mal wieder mal begrüßen dürfen?
Sie dürfen davon ausgehen, dass ich dieser Veranstaltung und diesem Format treu bleiben werde und stehe natürlich selbstverständlich wieder einmal gerne für einen Vortrag zur Verfügung. Rundum ein gelungener, gesunder Vormittag im Pölstal.